Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Kirby. Ich hab den Namen vergessen. Scheiß drauf, weiter geht's. Kirby Maus ist zurück. Ja, jetzt weiß ich wieder. Es geht ab in die. Ja, es kommt jetzt schon eine Wolkenwelt. Wow! Das ist doch viel zu früh, Mann. Oh, verpiss dich. Obwohl, ja, dann hätte ich vielleicht schon eins augen sollen. Scheiße. Geht doch irgendwo hin, oder? Nee, doch nicht. Scheiße. Wie ihr seht, immer noch mit Citrus Kirby unterwegs. Und den werden wir in der Folge ändern. Alle. Ich bin übertrieben vorsichtig unterwegs. Ah, will ich dich? Ja, ich will dich. Du willst mich? Du willst mich ficken? Und du willst mich ficken? Du willst mich ficken, Mann! Digga, will er mich ficken? Digga, will er mich ficken? Ihr kennt doch alle Kid Icarus. Oder? Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, in dem Spiel hat der Charakter ja auch Flüge. Und das Komische ist, der Typ kann nicht fliegen. Also zumindest im NES-Teil kann die überhaupt nicht fliegen. Das ist schon lustig, aber unbefördert denn die Flügel sind die nur Dekoration oder was? Oder was hat sich hier, haben sich die Entwickler von Kid Icarus gedacht? Sehr, jedenfalls sehr fragwürdig. Wenn viele sich fragwürdig finden, das ist auch echt cool. Ah, scheiß auf die Typen. Boah, hier kann halt jetzt überall ein Secret sein. Ich bin mir da nicht so ganz. Ah, scheiße. Hm. Ah, habe ich schon erwähnt, der Hintergrund sieht auch voll schön aus. Lell. Ah, du. Ja, lell. Ich hab noch gesagt, ich will übertrieben vorsichtig sein, dann passiert mir sowas. Ist ja klar. Ist da oben noch was? Oh mein Ohr. Na lol! Was ist los? Ja, Mann! Was ist denn los hier, Alter? So scheiße. Ah, ich vergesse ständig, dass man die nicht angreifen soll. Gehen wir nochmal zurück. Ah, jetzt hol ich mir die Truhe, oder? Nein, ein Leben. Doch eine Truhe. Ja, moin. Zieh ich die zwei Dinger mal zusammen. Ja, lell. Ich würde es ja nicht wundern, wenn ich sterbe. Bei so einer Leistung kann ich echt verprügelt, ey. Und jetzt habe ich ja wieder mein Overpower-Schwert. Hätte ich das Spiel so, wo ich jünger war, gespielt, ich wäre wahrscheinlich sogar besser als jetzt. Es ist lustiger. Oh, das ist so traurig. Oh nee, Lucky Doors. Ich hasse es, dass es in dem Spiel Lucky Doors gibt. Okay. Jetzt wichtig wieder zusammen. Sehr schön. Was? Ja, also. Wahrscheinlich, Digga.
Wahrscheinlich, oder? Merke ich mir. Gib doch halt die Fresse, Mann. Ich fahr nochmal. Jiff. Oh, das ist sehr schön. Sehr schön, Fabian. Gut, ich habe wieder einen Truhe übersehen. Das freut mich natürlich immer wundervoll. Das stimmt mich immer wundervoll, ja. So sagt man das heutzutage. Schaut mal die Trophäen hier. So, also. So, das sind die Bosse, die ich besiege. Ja, das sieht man noch, wie viele uns noch fehlen. Sehr schön. Okay. Da wollte ich gar nicht drauf. Ach, da ist das Farbspiel. Ich habe wirklich keine anderen Farben. Und willkommen, Blitzgrün geht auch weiter. Machen wir weiter. Jetzt grüner Kirby. What? Also bei dem gehe ich keine Risiko ein. Kannst dich mal. So. Boah, ihr seid solche. Diese Truhe ist zu. Verdammt. Oh, schade, es ist vorbei. Leute, das ist scheiße. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Level. Ja, es hat den Titel 3-2. Ich bin gespannt, hat wieder einen guten Titel. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Let's go. Oh, die Musik, ja. Ist schon mal sehr einladend hier. Der Pinguin hat mich vorhin schon richtig getriggert. Mit dem Hammer. Die Musik kommt mir bekannt vor. Ich habe die schon mal gehört, aber doch Kirby Adventure. Alle, was hat mich denn da getroffen? Ach, du da unten. Ach Scheiße, ich kann nichts aussaugen. Verdammt. Ach egal. Hey. Nee, Mann! Oh, doch, okay. Boah, ich dachte schon. Ich hätte schon wieder etwas Angst gehabt, dass es hier verarscht, dass ich hier verarscht werde schon wieder. Okay. Die zweite Truhe werde ich nicht übersehen können. Denke ich. Die zweite Truhe ist ja immer diese eine große, riesen Boss-Truhe. Also ist das kein Problem.
Ich sollte den Gegner vielleicht nicht so nah auf uns zukommen lassen. Hallo. Alter, warum bewege ich mich nicht? Helle, ich dachte, du spuckst wieder was. Hast du was für mich? Ich bin jetzt ein Magier. Cool. Heile ich mich ein bisschen. Lee. Geld für alle! Surprise, hey. Motherfucker! Hey, wie geil. Oh! Hat mir Spaß, die Seite. Meine Tauben, mein Money. Oh, okay. Nein. Ja, erst beim ersten Versuch fast zu 100%. Okay. Das ist schön. Dass ich sowas auch noch hinkriege, nämlich. Ach, den letzten Part hätte ich schon gedacht, es würde so öfters passieren in den Leveln, dass ich vielleicht immer wieder wiederholen muss oder so. Nur weil mir irgendwas fehlt, das hat schon getriggert. Machen wir noch Level 3. Okay, die Standardmusik wieder. Schade. Jetzt habe ich schon wieder nicht geschaut, wie viele Truhen es hier gibt. Ich gehe mal von 3 aus. Lol. Okay. Sieht so aus, als könnte man durchbrechen, aber es ist vielleicht auch ein Weg des Skills. Dass ich das denke. Das sah jetzt sehr broke aus. Tja, legen wir den Magier mal zur Seite. Ich schaffe uns den Schirm. Der mir tatsächlich eine sehr große Hilfe ist. Tatsächlich eine sehr große Hilfe. Gott. Ups. Okay, eine erste Truhe hätten wir schon mal. Das was zu bedeuten. Okay, ich brauche nicht jede. Nicht jede Truhe, jedes Leben hier. Mein Gott. Oh. Nein, nicht sterben! Der hatte safe eine Truhe. Verdammt. Hätte ich den wohl auch nachholen können.
Okay. Ja doch, es gibt hier schon drei Drohnen, ja. Die eine habe ich eben gerade verpasst. Hey. Ich bin nicht so schnell. Was soll das jetzt? Jetzt komme ich da auch nicht ran. Ey, leck mich da am Arsch. Arsch lecken, ey. Boah. Boah, verzeih mir nicht, ich brauche hier das Rad, oder? Ey, nein! Es gibt aber sowas von Hirn. Fuck it. Klar. Okay. Ich muss riskieren. Wenn was erreichen will. Okay. Oh, doch. So geht's auch. Scheiße. Ich habe eine PvP-Stage hier. Ich konzentriere mich jetzt aber hundertprozentig. Ja, Digga. Wie krass diese harmlosen Mäuse einfach Bomben werfen. Die sehen harmlos aus, aber sie sind recht aggressiv auf mich. Es gab keine Belohnung dafür. Schön. Aber wir haben es zu 100% und das ist ja auch mega geil. Zum Glück, ich hatte schon gedacht, ich muss jetzt dieses Wheel holen, aber einen Stern auf den Schalter werfen und dann hast du es. Ist auch cool. Ist auch gut. Da bin ich zum Glück erleichtert. Geist. Kirby ist ein Geist. Was soll das? Schauen wir uns das mal an. Was ist das hier? Kirby ist ein Geist. Ach so. Solche Emblems kann ich zusammensetzen. Ah, hier, neue Farbe, Traube. Lass mal. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Köppen aus dem Deck wieder und ciao!